بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Wir werden uns heute inshaAllah ta'ala, meine geehrten Geschwister, mit der Sura Nummer 104, Surat Al-Humaza, beschäftigen und versuchen, uns die Bedeutung dieser Sura im Allgemeinen, gerade auch die thematische Bedeutung mit dem thematischen Schwerpunkt anzuschauen. Und wir beginnen wie immer, insha'Allah ta'ala, mit der Rezitation dieser Sura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in ungefährer Bedeutung, wehe jedem Stichler und Nörgler, der Besitz zusammenträgt und ihn zählt und immer wieder zählt. Wobei er meint, dass sein Besitz ihn ewig leben ließe. Keineswegs. Er wird ganz gewiss in Al-Hutama geworfen werden. Was lässt dich wissen, was Al-Hutama ist? Sie ist Allahs entfachtes Feuer, das Einblick in die Herzen gewinnt. Gewiss, es wird sie einschließen in langgestreckten Säulen. Surat Al-Humaza, die auch eigentlich nur unter diesem Namen bekannt ist. Es gibt einen weiteren Namen, der von einem Gelehrten verwendet wird in einem seiner Bücher, wo er die Sura auch als Al-Hutama bezeichnet. Aber der bekannteste Name dieser Sura ist Al-Humaza. Dieses Wort Al-Humaza kommt im gesamten Koran nur ein einziges Mal vor. Und dementsprechend, wenn ich Al-Humaza höre, weiß ich sofort, welche Sura damit gemeint ist. Al-Humaza ist eindeutig nach allen Gelehrten eine mekkanische Sura. Also eine Sura, welche in der mekkanischen Zeit offenbart wurde. Und der Aufbau der Sura, die kurzen Verse, die Thematik, welche diese Sura anspricht, deuten darauf hin, dass es sich wirklich um eine rein mekkanische Sura handeln muss. Darüber gibt es keine Zweifel. Surat Al-Humaza beginnt mit einem Ausdruck, der in der arabischen Sprache sehr verbreitet ist. Und zwar mit dem Ausdruck Wail. Wail kommt an verschiedenen Stellen im Koran vor. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er beginnt diese Sura mit Wail. Was heißt Wail? Wail bedeutet so viel wie wehe. Und kann in diesem Zusammenhang entweder eine Androhung sein, eine Verwünschung, eine Art Fluch. Das heißt, Fluch sei auf demjenigen, der dies oder jenes tut. Oder es kann auch ein Urteil sein. Das heißt, dass derjenige, der über diese Eigenschaften verfügt, dementsprechend dann auch bestraft wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala das hier im Koran erwähnt und er das erwähnt, dann bedeutet dies, dass in jedem Fall diese Person, welche über diese negativen Eigenschaften verfügt, über die wir heute sprechen werden, insha'Allah ta'ala,
in jedem Fall zu den Verlierern gehört und ihr das zustoßen wird, was Allah subhanahu wa ta'ala hier in dieser Sura erwähnt hat. Es ist also was? Es ist nicht nur eine Androhung, es ist ein regelrechter Hukum. Es ist ein Urteil Allah subhanahu wa ta'ala. Um dieses Urteil, was wahrscheinlich auf einige Personen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam bezogen ist und gleichzeitig auch eine Warnung ist an all jene Menschen, welche es ihnen gleich machen, dieses Urteil, meine lieben Geschwister im Islam, dieses Urteil wird in jedem Fall eintreten. Wail, wehe. Ursprünglich kommt dieses Wort von zwei Wörtern. Wai und Li. Wai ist ein Ausdruck, den man im Arabischen benutzt hat, um Angst oder Verwunderung oder ähnliches auszudrücken. Wai. Allah Ta'ala verwendet es auch in Surat Al-Qasas. Wai ka'anna Allah. Wai ist ein sozusagen Ausdruck der Verwunderung. Ein Ausdruck, wo man sich sozusagen wundert, nicht im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne, weil man etwas sieht, was einem Angst macht. Wai. Und dann kommt noch das Wort Li hinzu. Also Wai auf mich bezogen. Und aus diesen beiden Wörtern, Wai und Li auf mich bezogen, wurde dann was? Das Wort Wail. Also wer? Wailahu. Wer ihm? Waili. Wer mir? Also ein richtiger Begriff, der in der arabischen Sprache sehr verbreitet ist. Im Koran kommt Wail häufig vor. Nennt mir mal ein, zwei Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala Wail verwendet. Wailun yawma idhin lil mukadhibin. Wehe an jenem Tag wem? Wehe an jenem Tag den Verleugnern. Ja? Fawailun lil ladhina yaktubun al kitaba bi aydihim. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Wehe denjenigen, welche verweilen, yaktubun al-kitab, die mit ihren eigenen Händen das Buch Allah schreiben und dann es ausgeben als was? Als wäre es die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Ihre eigenen Kommentare, ihre eigenen Gedanken geben sie aus als das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. Wehe ihnen für das, was sie mit ihren Händen geschrieben haben. وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Und wehe ihnen für das, was sie damit dann erworben haben. Allah Ta'ala erwarnt. Also wie ihr seht, das Wort Wail kommt immer wieder vor. Und diese Sura beginnt mit Wail. An wen ist das gerichtet? Wen betrifft dieses Urteil, dass er zu den Verlierern gehören wird? Wer soll damit gewarnt werden? Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, Wailul li kulli humazatil lumaza. Wehe jedem. Also egal, ob es jetzt bestimmte Personen gab, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, welche der Grund dafür gewesen sind, dass diese Verse herabgesandt worden sind. Das bezieht sich nicht nur auf diese Person, sondern es bezieht sich auf jeden, der diese Eigenschaften hat. Ganz, ganz wichtig. Es gibt eine ganz wichtige Regel in der Koranwissenschaft, aber auch im Usul al-Fiqh. Diese Regel sagt, Al-Ibratu bi'umumi lafzi wa la bi'khusus al-sabab. Al-Ibra bi'umum al-lafz wa la bi'khusus al-sabab. Worauf es ankommt, ist die Allgemeinheit des Wortlautes und nicht der spezifische Offenbarungsgrund. Was heißt das? Das heißt, es gibt Verse im Koran, welche aufgrund einer bestimmten Situation offenbart worden sind. Und Allah Ta'ala dann aber einen Vers herabgesandt hat, der eine sozusagen allgemein formuliert. Das heißt, ein Vers, der sich dann sozusagen auf dieses Ereignis bezieht, aber der nicht sich auf nur diese Person bezieht in seinem Wortlaut, sondern das allgemein formuliert. Und es gibt viele Beispiele im Koran, ja, wo es einen bestimmten Offenbarungsanlass gibt, aber Allah subhanahu wa ta'ala dann eine allgemeine Regel daraus macht. Unter anderem solch ein Vers.
bestimmte Menschen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, welche diese Eigenschaften hatten. Und Allah Ta'ala macht daraus aber etwas Allgemeines. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, wehe jedem, li kulli, ohne Ausnahme, ob es jetzt diese zwei, drei Personen sind, welche von den Koran-Exegeten genannt werden, wie Al-Walid ibn Mughira oder Al-Akhnas ibn Shuraiq oder Umayya ibn Khalaf, das wird alles in den Tafsir erwähnt. Egal, ob es jetzt nur diese drei gewesen sind, es bezieht sich auf jeden. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns. Warum? Weil leider gibt es heutzutage viel zu viele Muslime, welche den Koran als eine Geschichtslektüre ansehen. Als eine Art Märchenbuch. Sie gucken sich das mal an, finden die Geschichten ganz toll, inspirierend, aber fühlen sich nicht angesprochen, haben das Gefühl, das betrifft nur die Leute zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was interessiert mich das? Ich habe euch, glaube ich, erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich es hier erzählt habe, woanders, bei der Hajj, da gab es so ein kleines Problem zwischen zwei Leuten, in diesem Jahr bei der Hajj. Gab es so eine Auseinandersetzung zwischen zwei Leuten. Ich glaube, ich habe das hier erzählt, aber ich erzähle es nochmal, inshallah. Und auf jeden Fall haben die sich gestritten und dann hat der eine ein bisschen so härter sozusagen zugefasst und dann war der andere sehr beleidigt gewesen. Die haben sich gestritten wie in einer Kleinigkeit, wegen einem Bett. Ja, wer auf diesem Bett schlafen darf, obwohl es drei Betten gab. Sie waren zu dritt im Zimmer, aber nein, ich will unbedingt an der Wand schlafen, wie kleine Kinder. Und auf jeden Fall, dieser eine Mann, der war so sauer gewesen, dass er gesagt hat, ich werde jetzt die Polizei rufen. Wir haben zu ihm gesagt, dann bin ich und ein Sheikh, Sheikh Abdurrauf aus Berlin, der war auch dabei gewesen, hochgegangen, haben mit ihm gesprochen, eine halbe Stunde. Hat immer abgelockt. Nein, aber ich bekomme mein Recht, ich bekomme mein Recht, egal was ist. Allah yardik, ja? Bitte, für Allah, du bist bei der Hajj, du hast erst gerade die Hajj. Nein. Und dann kann ich mich sehr gut erinnern, Sheikh Abdurrauf nennt extra die Geschichte von unserer Mutter Aisha, als sie verleumdet wurde. Ja, und dass Mustah, ja, der Verwandte von Abu Bakr as-Siddiq, sich an dieser Verleumdungskampagne beteiligt hatte. Und dann erwähnt den Vers aus Surat An-Nur. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. So sollen sie verzeihen und sollen sie vergeben. Wollt ihr nicht, dass Allah euch vergibt? Guck mal, es geht hier um etwas viel Schlimmeres als das, was dir widerfahren ist. Das war zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Aber heute ist eine andere Zeit. Allahu Akbar. Wozu haben wir diese Geschichten? Warum machen wir die Hajj überhaupt? Wir machen doch die Hajj, damit wir erinnert werden. Ich meine, auf wen geht die Hajj zurück? Auf Ibrahim a.s. Was haben wir mit Ibrahim a.s. zu tun? Was hatte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Ibrahim a.s. zu tun? Er wurde an ihn erinnert, damit er genau das, was Ibrahim durchgemacht hat, auf sein eigenes Leben bezieht. Und wir werden durch den Koran erinnert und ermahnt. Wir werden erinnert an bestimmte Geschichten vom Propheten und anderen, damit wir das, was ihnen widerfahren ist, was sie gemacht haben, wie sie gehandelt haben, in unserem Leben dann ebenfalls umsetzen. Das ist das, worauf es ankommt. Und dementsprechend ganz, ganz wichtig für uns, meine lieben Geschwister, wenn wir den Koran lesen, dann müssen wir ihn lesen, als würde Allah Ta'ala zu uns sprechen. Selbst wenn diese Verse in einer anderen Zeit herabgesandt worden sind, selbst wenn die Situation zu Zeiten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht eins zu eins übertragbar ist auf unsere heutige Situation, aber die Geschichte wiederholt sich, auch in anderer Weise, aber sie wiederholt sich. Und das, was Allah Ta'ala offenbart hat, ist für uns ebenfalls gültig. Genauso wie es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam für die Sahabe radwanullahi alaihim gültig gewesen war. Und das werden wir auch im Laufe dieser Sura sehen, gerade bei der Interpretation einer der Verse, ja, werden wir sehen, dass heutzutage die Muslime vielleicht ganz andere noch Aspekte in den Versen erkennen können, die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und in der Zeit der Koraninterpreten, der großen Koraninterpreten gar nicht erkannt werden konnten. Warum? Weil die Wissenschaft noch nicht so weit gewesen war. Und wo uns heute klar wird, ah, das ist durchaus möglich, dass es auch so zu verstehen ist. Und man muss es gar nicht uminterpretieren. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ لُمَزَةِ هُمَزَةِ لُمَزَةِ. Was ist das? Es wurde hier übersetzt, was? Kannst du noch kurz erklären, wie die Geschichte aufging? Ja, er hat leider auf seinem Recht bestanden. Richtig, die Polizei kam. Ja, die Polizei, aber wir haben nichts gemacht, natürlich. Ist klar. Die. Ja, was sollen die auch machen? Es ist ja nichts passiert. Aber er dachte, er kann auf seinem Recht bestehen und was soll er machen? Ich meine, wenn er unbedingt will, dass er sein. Wir sind in zwei Tagen später abgereist. Hätte er dann warten sollen oder nicht abreisen? Nichts.
Es ist ja nicht irgendwas passiert, er ist ja nicht verletzt worden oder ähnliches. Naja, und auf jeden Fall übersetzt wurde das als Stichler und Nörgler. Was ist ein Humaser und was ist ein Lumaser? Humaser kommt von Hemaser und Lumaser kommt von Lemaser. Wenn wir uns jetzt anschauen, was die Koran-Interpreten, die Koran-Exegeten, die Gelehrten, auch die Linguisten, das heißt die Sprachwissenschaftler, die arabischen Linguisten, über diese beiden Begriffe gesagt haben, dann sehen wir, dass die Meinungen sehr weit auseinandergehen. Manche sind davon ausgegangen, Hamaza und Lamaza ist genau dasselbe, es gibt keinen Unterschied. Beides ist eine Art von Sticheln. In beiden Fällen versuche ich einem Menschen durch Worte und Taten Schaden zuzufügen. Andere haben gesagt, nein, Humaza ist mit der Hand, also ich versuche jemandem Schaden zuzufügen mit der Hand, und Lumaza ist, ich versuche ihm Schaden zuzufügen mit der Zunge. Manche haben gesagt, Humaza ist jemand, der lästert, und Lumaza ist jemand, der die Menschen so beleidigt. Ja, sozusagen jemand, der die Menschen direkt beleidigt, ins Gesicht beleidigt. Ja, manche haben gesagt, Al-Humaza ist jemand, der es im Geheimen tut, von Hems, weil Hemaza und Hemaza ist ja ähnlich. Und Lumaza ist jemand, der es in der Öffentlichkeit tut. Und umgekehrt genauso. Also wir sehen, die Meinungen gehen sehr, sehr stark aufeinander, was mit Humaza und mit Lumaza gemeint ist. Es gibt durchaus noch andere Bedeutungen. Aber was wir sagen können, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, das ist das Wichtige. Es geht hier erst einmal worum? Es geht hier um Leute, welche nichts anderes zu tun haben, als anderen Menschen in irgendeiner Weise Schaden zuzufügen. Der eine, der tut es direkt. Und deswegen, Hemaza bedeutet auch so viel wie Kesr, von Kesara. Hemaza kommt von dem Wort Kesara. Was ist eine Hemse? Eine Hemse in der arabischen Sprache ist was? Der Buchstabe I. Merkt ihr das? I. Da ist irgendwas gebrochen, oder? Da wird die Stimme plötzlich abgebrochen. I. Ist ein Hemse. Da wird das abgebrochen. Die Stimme wird regelrecht abgebrochen. Und deswegen, Hemaza bedeutet auch so viel wie etwas zerstören. Etwas kaputt machen. Und deswegen gibt es im Arabischen ein Wort, das heißt Mihmas. Und dieses Mihmas ist beim Pferd, wenn ich auf den sozusagen meinen Sattel steige, ja, dann tue ich meine Füße in so eine Art Vorrichtung für die Füße. Ich weiß nicht, wie man das, der Fachbegriff auf Deutsch heißt. Ja, wo ich dann mit dem Fuß gegen das Pferd, den Körper des Pferdes treten kann, damit das Pferd schneller läuft, wenn ich beispielsweise Galopp laufen möchte. Das ist ein Mihmas, also ich tue ihm weh sozusagen. Ja? Ich stichele jemandem. Ja? Das wäre auch Stichler. Ich stichele von Stichen, Sticheln. Ja? Und dementsprechend haben einige gesagt, Humaza ist jemand, der den Menschen immer direkt ins Gesicht, aber auch hinter ihren Rücken, ja, Worte an den Kopf wirft und Gesten von sich gibt, welche die Menschen direkt verstehen, dass es sich hierbei um eine Beleidigung handelt. Während ein Lumaza jemand ist, der das mehr indirekt macht. Also ein Humaza ist jemand, der macht es direkt, egal ob vor dem Menschen oder hinter ihrem Rücken. Der hat nichts anderes zu tun, als dem Menschen Leid zuzufügen, mit seinen Worten, mit seinen Gesten. Während ein Lumaza das nicht direkt macht, sondern er macht das indirekt. Der versucht immer indirekt Worte zu verwenden, bei denen alle um ihn herum verstehen, was er damit erreichen möchte. Er sitzt in einer Sitzung und er fängt dann plötzlich an, über eine Person zu sprechen, ganz allgemein. Er weiß ganz genau, jetzt fangen die Menschen an, über diese Person zu lästern. Aber er ist derjenige, der den Anfang macht. Indirekt. Und dann aber so tut, ich habe eigentlich gar nichts getan. Ist jemand, der
indirekt die Menschen kränkt, es nicht ganz direkt macht, sodass man sofort sozusagen merkt, dass er ihn beleidigt hat, aber er macht es auf eine indirekte Art und Weise. Das ist ein Lumaser. Ihr seht also, alles dreht sich worum, einem Menschen weh zu tun, einen Menschen zu kränken. Interessant ist die Form, die Allah Ta'ala verwendet. Allah Ta'ala verwendet die Form Fu'ala. Humaza, Lumaza. Und worauf deutet denn diese Form Fu'ala hin? Das ist eine Sirat Mubalagha. Das heißt, eine Form, die auf eine Steigerung hindeutet. Worauf deutet das Fu'ala, diese Form Fu'ala in der arabischen Sprache hin? Die Form Fu'ala deutet in der arabischen Sprache auf eine Kontinuität hin. Deutet in der arabischen Sprache auf eine Dauerhaftigkeit hin. Das heißt, der macht es nicht ab und zu. Der macht es nicht ab und zu und bereut dann wieder, sondern das ist ein Teil seines Charakters geworden. Egal wo er ist, egal an welchem Ort er sich befindet, er hat nichts anderes zu tun, als Menschen Schaden zuzufügen. Es ist seine Charaktereigenschaft. Es ist genauso wie ein Lügner. Ein Lügner, der nichts anderes zu tun hat, als was zu tun, die ganze Zeit zu lügen. Wenn jemand einmal lügt, ist er nicht gleich ein Lügner, oder? Man sagt nicht zu jemandem, der einmal lügt, Kazzab. Sondern man sagt es nur zu jemandem, der immer dauerhaft lügt. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, إِنَّ الْكَذِبْ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلْ لَا يَكْذِبْ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبْ حَتَّى يُكْتَبْ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابَ. Guck mal. Die Lüge führt zum Frevel. Und der Frevel, er führt zu was? Er führt zum Feuer. Und eine Person lügt so lange und strebt danach, immer wieder zu lügen, bis sie bei Allah als was niedergeschrieben wird? Als ein Lügner. Der ist ein Lügner. Und genauso auch ein Humaser, ein Lumaser. Das Einzige, was er zu tun hat, egal wo er ist, egal in welcher Sitzung er ist, er versucht immer in irgendeiner Weise Menschen Schaden zuzufügen. Und Allah Ta'ala, er gibt diesem Menschen jetzt noch weitere Eigenschaften. Dabei bleibt es nicht. Nein, dass er ein Humaser, Lumaser ist, hat auch bestimmte Gründe, die Allah Ta'ala jetzt erwähnt. Und zwar sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, الذي جمع مالا وعدده. Das ist jetzt der Grund, warum er ein Humaser, ein Lumaser ist. Es handelt sich nämlich um jemanden, der Besitz zusammenträgt und ihn zählt und immer wieder zählt. جمع مالا وعدده. In einer Qira'a, in einer Lesart, جمع مالا وعدده. Er ist nur mit was beschäftigt? Mit Materiellem. Er hat nichts anderes im Kopf als diese Dunya. Es geht ihm immer nur darum, noch mehr zu erlangen. Er ist nur mit dem Zählen seines Vermögens beschäftigt, mit nichts anderem. Und deswegen, Addada kann bedeuten, immer wieder zählen. Aber Addada kann auch bedeuten, dass er es immer wieder aufbewahrt. Von Al-Udda wa Al-Zakhira. Ja? Er häuft und hortet sein Vermögen. Addada kann aber auch bedeuten, dass er danach strebt, immer ganz unterschiedliche Vermögen zu haben. Also das Einzige, was in seinem Kopf ist, also von Nawa'a. Addada, Nawa'a. Das Einzige, was er im Kopf hat, ist das Materielle. Hauptsache, es geht um etwas Materielles. Gold, Silber, Dollar, Euro, Immobilien, Boden, Juwelen. Hauptsache, es ist etwas Materielles. Das ist das, was ihn ausmacht. Er hat nichts anderes im Sinn. Und dementsprechend, er beurteilt die Menschen auch nur nach dem Materiellen. Und er glaubt dadurch, dass er mehr hat als andere, könne er sich automatisch über diese anderen stellen. Und subhanallah, das Interessante ist, dass eigentlich jeder von uns, ohne Ausnahme, ein bisschen etwas von dem in sich trägt. Und das Gefährliche ist, dass wenn ich ihm freien Lauf lasse, dass ich dann genau zu solch jemandem werden kann. Und ich dementsprechend immer wieder Mujahedatun Nafs machen muss. Und das merkt man selbst. Wenn ihr euch mal ganz neue Kleidung kauft, teure Kleidung, teure Schuhe, weiß ich nicht, irgendetwas, oder ihr habt euch ein Auto gekauft oder ähnliches, da kommt in einem
manchmal so ein Gefühl hoch. Oh, ich habe jetzt einen höheren Status als die anderen. Hm? Du nicht? Alhamdulillah. Ja? Dann ist gut. Ja? Es gibt Menschen, die sind so rein, Alhamdulillah, bei denen passiert so etwas nicht. Oder man hat kein neues Auto, genau, ja. Das kann natürlich auch sein, ja? Wenn man vielleicht manchmal auch an einem Bettler vorbeiläuft, dann kommt man sich manchmal einfach besser vor. Man glaubt, man wäre etwas Besseres, nur weil man mehr Vermögen hat. Weil man einen gesellschaftlich gesehen höheren Status hat, glaubt man automatisch, man sei besser. So ein Gefühl kann in einem hochkommen. Was ist die Aufgabe des Muslims? Dass er solch ein Gefühl bekämpft. Dass er solch ein Gefühl unterdrückt. Weil nämlich der Muslim was weiß? Der Muslim weiß ganz genau, das ist nicht der Maßstab dafür, ob ich bei Allah hoch angesehen bin oder nicht. Sondern der Maßstab ist, wie es Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, Ja ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. O ihr Menschen, wir haben euch aus einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, auf das ihr einander kennenlernen möget. Und jetzt kommt es. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Der Beste unter euch, der Edelste unter euch ist der Gottesfürchtigste. Das ist das, was uns Allah subhanahu wa ta'ala lehrt. Das ist das, was uns unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wa sallam gelehrt hat. Und dementsprechend, das, worauf es ankommt, ist nicht, was ich für einen gesellschaftlichen Status habe. Aber immer wieder kommt der Shaitan und mein Nafs und will mir weismachen, ich bin besser, weil ich mehr besitze. Ich muss ja bei Allah beliebter sein, sonst würde er mir das ja nicht geben. Guck mal, dieser arme Mann, der nichts hat. Nein, das ist kein Grund, besser bei Allah subhanahu wa ta'ala angesehen zu werden. Ganz im Gegenteil. Und Allah ta'ala gibt uns ein Gleiches in Surat al-Kahf. Von dem Mann mit den beiden Gärten, der glaubte, وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Allah muss mich ja lieben. Und wenn ich zu ihm zurückkehre, selbst wenn es Allah geben sollte, und ich zu ihm zurückkehre, dann werde ich bei ihm noch etwas Besseres vorfinden. Ja, glaubte er. Aber sein Freund, er hat ihm etwas Besseres gelehrt. Und er hat ihm aufgezeigt, dass das nicht der Maßstab ist. Und der Maßstab, die Taqwa ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala für die Gnaden dankt. Und dementsprechend muss man das immer wieder bekämpfen. Und dementsprechend hat unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam davor gewarnt, dass wir in unseren Herzen was entwickeln? Ujb. Ujb ist Selbstbewunderung, Selbstgefallen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gewarnt vor Libas al-Shuhra. Was ist Libas al-Shuhra? Ja? Dass ich was trage und glaube, ich bin jetzt besser und versuche mich dadurch bekannt zu machen, weil ich besonders teure Kleidung trage. Ja? Oder mir Kleidung leisten kann, die sich kein anderer Mensch leisten kann. Markenkleidung, weiß ich nicht etwas. Das ist lieber so Shuhra. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und gerade in unserer Gesellschaft, meine lieben Geschwister, ist das auch sehr, sehr verbreitet. Ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, als ich in die Schule gegangen bin. Da haben die Jugendlichen immer darauf geachtet, was man für eine Marke trägt. Damals war es Levi's Jeans gewesen. Ja? Boah, das muss eine Levi's, was war das, 510 oder keine Ahnung, welche Nummer das war. Ja? Ja, das muss sozusagen diese Marke sein und die war teuer gewesen. Ja? Also nicht jeder konnte sich das leisten. Ja? Das müssen unbedingt, weiß ich nicht, Nike-Schuhe sein oder was ich was für Schuhe. Also es kam immer auf diese Äußerlichkeiten an. Und als ich dann subhanallah nach Ägypten gegangen bin, dann habe ich gesehen, das sind nicht die Dinge, auf die es ankommt. Überhaupt nicht. Ich habe dann plötzlich Jugendliche gesehen, die super beliebt gewesen waren, aber die das ganze Schuljahr über immer, wirklich ohne Witz, unübertrieben. Das ganze Schuljahr sind sie immer mit dem gleichen Hemd und mit der gleichen Hose in die Schule gekommen. Immer am Freitag, wenn es sozusagen Wochenende war in Ägypten, ja, haben sie dann die Kleidung gewaschen, haben ihre Jellabier getragen in ihrem Dorf und dann haben sie wieder ja, am Samstag wieder dieselbe Kleidung getragen. Das waren liebenswürdige Menschen gewesen. Ja? Das waren freigebige Menschen gewesen. Bei denen ging es nicht um diese Äußerlichkeiten. Und wenn du zu denen gegangen bist, die haben dich eingeladen, haben alles geteilt, obwohl sie wenig hatten. Und dann hier siehst du manche, die haben sehr, sehr viel und sind nicht einmal bereit, weiß ich nicht, einen Schokoladenriegel oder ähnliches mit den anderen zu teilen. Und deswegen, الذي جمع مالا وعدده, demjenigen, denen es nur um diese Äußerlichkeiten geht. Ja? Der glaubt, weil er mehr hat als andere, muss er automatisch besser sein. Irgendwie erinnert mich das an Trump, ich weiß auch nicht warum, aber ja, das
so dieses nach außen stellen des Vermögens, weiß ich nicht etwas, ja, wo es nur darum geht, ja, und man glaubt, man wäre der Bessere, ja, gut, ob die Clinton besser ist, weiß ich nicht, aber unabhängig davon, das ist das, was, man muss sich mal vorstellen, ein Präsidentschaftskandidat, der es schafft, so viele Menschen zu überzeugen, nur weil er mit seinem Vermögen angibt. Das muss man sich ja vorstellen, wie kaputt die Gesellschaft sein muss, dass sie solch einen Menschen wählen möchte. Ob er jetzt gewinnen wird oder nicht, ist eine andere Frage. Aber allein, dass es so viele Menschen gibt, so viele Menschen in einer Gesellschaft gibt, die solch einen Menschen bereit sind, ihre Stimme zu geben, das gibt uns zu nachdenken, was das für eine Gesellschaft sein muss. Wie kaputt diese Gesellschaft sein muss. Was die Werte in dieser Gesellschaft sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor solch einer Gesellschaft bewahren, ja Rabbal Alamin. Das zeigt, die Gesellschaft ist kaputt. In so einer Gesellschaft wäre ein Humaza Lumaza hoch angesehen. Der hätte wahrscheinlich die besten Chancen, ja, die allerbesten Chancen, um Präsident zu werden. Ein Humaza Lumaza. Weil er glaubt, er hat viel Geld und dementsprechend hat er automatisch eine höhere Stellung. يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَ. Guck mal, wie dumm er ist. Wobei er meint, dass sein Besitz ihm ewig leben ließe. Jeder Mensch ohne Ausnahme, weiß, dass er eines Tages von dieser Welt gehen wird. Aber subhanallah, bei manchen Menschen ist die Dunya und die Liebe zu Dunya so ausgeprägt, dass sie vergessen, dass sie eines Tages gehen werden. Sie wissen es, aber sie vergessen es. Egal wie oft ein Mensch vor ihnen stirbt, geht, sie glauben, das kann mich nicht betreffen. Warum? Ich habe so viel Geld, mir geht es so gut. Das kann nicht ich sein, der jetzt gehen wird. Das ist unmöglich. Er ist blind. Die Dunya hat ihn blind gemacht. Und die Dunya, sie gibt ihm den Anschein, er würde ewig in ihr verweilen können. Das Geld, das Vermögen hat ihn blind gemacht. Und dementsprechend, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, meine lieben Geschwister, er hat uns immer wieder gesagt, dass wir uns genau aus diesem Grund an was erinnern sollten, an den Tod. Nicht, weil wir von dieser Dunya nicht profitieren sollten, nein. Sondern damit uns immer wieder klar wird, wir werden eines Tages gehen und das kann nicht das höchste Ziel sein, dass ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt bin, Vermögen anzusammeln und das zu zählen. Das kann nicht mein eigentliches Ziel sein. Und dementsprechend sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَذِي مِنْ لَذَّاتِ الْمَوْتِ. Gedenkt immer wieder des Todes oder des Zerstörers, der Gelüste, dem Tod. أَلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَّا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ. Ich hatte euch verboten gehabt, die Friedhöfe zu besuchen, aufgrund einiger falscher Praktiken auf den Friedhöfen. Jetzt solltet ihr sie besuchen gehen. Warum? Weil sie euch an was erinnern? An das Jenseits. Und dementsprechend, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, lasst euch niemals ablenken von dieser Dunya. Wallahi, diese Dunya, sie lenkt einen schneller ab, als man denkt. Wir sprechen jetzt darüber. Und es kann sein, dass einige unter uns, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, wenn sie erst einmal im Berufsleben sind, wenn sie das Gefühl haben, sie können Karriere machen, all das, was wir jetzt gerade sagen, wieder vergessen werden. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man selbst irgendwann einmal zu solch einer Person wird. Das ist natürlich der Gipfel. Ja? Allah Ta'ala spricht über den Gipfel, aber es gibt ja Unterstufen. Ich muss ja nicht gleich zu einem Humaza Lumaza werden. Aber es kann sein, dass ich zu einem Menschen werde, der blind wird. Einem Menschen werde, der geblendet ist. Einem Menschen werde, der sich nur noch auf das diesseitige Leben konzentriert. Und der vergisst, warum Allah Ta'ala ihn eigentlich erschaffen hat. Und wie viele Menschen gibt es davon? Ich kenne Brüder, Schwestern, die aktiv gewesen waren, wirklich aktiv gewesen waren. Allah hat es ihnen leicht gemacht, dass sie Karriere machen in irgendeinem Bereich. Du siehst sie nicht wieder. Und du merkst, es sind andere Menschen geworden. Und wenn du mit ihnen sprichst, hast du das Gefühl, dass ihre Herzen hart sind. Sie kennen das alles, die Theorie kennen sie alles. Es geht nicht um die Theorie, es geht darum, dass du es verinnerlichst. Und deswegen, jeder Mensch weiß, er wird sterben. Egal, ob er ein Muslim ist, ob er ein Kafir ist.
Egal wie du heißt, ob du Trump heißt, Clinton heißt oder weiß ich wie heißt. Jeder weiß, er wird sterben. Nur wer ist derjenige, der auch wirklich das so verinnerlicht hat, dass er dementsprechend auch anders handelt? Und dass er diese Dunya nicht zu seinem höchsten Ziel macht? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْرَدَهُ. Und guckt mal jetzt, was kommt. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns jetzt auf, الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Die Vergeltung ist immer entsprechend was? Der Handlung. Ihr müsst mir sagen, wann Isha ist. Ja? 19:03, okay. Kalla, keineswegs, so ist das nicht. Das ist nicht das, worum es geht. Das ist nicht das eigentliche Ziel, nein. Diese Person wird nicht erfolgreich sein, auch wenn sie glaubt, dass sie erfolgreich ist. Kalla, la yunbadhanna, und jetzt hört mal zu. Fil, was? Hört euch mal dieses Wort an, auch diejenigen, die kein Arabisch können. Hutama, woran erinnert euch dieses Wort Hutama? An welche Form? Hä? An Fu'ala, wie Humaza, wie Lumaza, Hutama, Lumaza. Das ist die gleiche Form. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns jetzt auf, derjenige, der ein Humaza, ein Lumaza gewesen ist, der wird auch was sein? Der wird auch im Hutama sein. Das ist seine Belohnung. Das ist das, was er bekommt. Und wenn wir sagen, Fu'ala deutet auf was hin? Auf Dauerhaftigkeit, auf Kontinuität, dann heißt es, er wollte unbedingt ewig auf Erden bleiben. Jetzt kriegt er die Ewigkeit, aber wo? Im Hutama. La ilaha illallah. Er wollte Ewigkeit. Er wollte immer leben. Und jetzt kriegt er diese Ewigkeit. Aber nicht in der Dunya, sondern im Hutama. La ilaha illallah. Und was heißt Hutama? Von was kommt denn Hutama? Von welchem Verb kommt denn Hutama? Diejenigen, die Arabisch können. Min ay fi'l Hutama. Mushtaq min ay fi'l? Min Hatama. Hatama. Wa ma ma'na Hatama? Hadama. Kassara. Allahu Akbar. Hutama heißt zerstören. Genauso wie Humaza von Hemaza, etwas kaputt machen. Du hast die Menschen kaputt gemacht. Du glaubtest, du wärst etwas Besseres. Du könntest dich über die Menschen stellen. Du könntest auf ihnen mit deinen Füßen treten. Jetzt kommst du an den Ort, wo du zermalmt wirst. La ilaha illallah. Und wo du ewig bleiben wirst. Und guck mal. La yunbadhanna. Was heißt denn yunbadhanna? Von nabadh. Was heißt denn manbudh? Jemand, der geworfen wird. Jemand, der geschmissen wird. Aber auf welche Art und Weise? Auf erniedrigte Art und Weise. Auf erniedrigte Art und Weise. Von an-nabdh, beispielsweise fi sallat al-muhammalat, dass ich etwas wegschmeiße, im Papierkorb oder weiß ich wohin. Er hat sich über die Menschen gestellt im Diesseits. Jetzt wird er wie ein Abfall einfach in den Hutama geschmissen. Al-Jaza'u min jinsi al-amal. Merkt euch das. Wallahi, diese Regel, merkt euch diese Regel für euer Leben. Das, was ihr hier tut, das werdet ihr auch am jüngsten Tag bekommen. Und das zeigen uns immer wieder die Hadithe und die Koranverse auf. Das, was du vorausgeschickt hast, das wirst du zurückbekommen. In irgendeiner Weise wirst du es zurückbekommen. Du warst hier hochmütig, du wirst am jüngsten Tag klein sein. Du hast hier auf die Menschen getreten, du wirst am jüngsten Tag getreten werden. Du hast hier die Menschen kaputt gemacht, du wirst am jüngsten Tag kaputt gemacht werden. Hutama. Ein Ort, wo sie ewig bleiben werden und wo sie immer wieder erniedrigt werden und wo sie immer wieder zerstört werden, wie sie auch die Menschen im diesseitigen Leben zerstört haben. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt jetzt also auf, was der Lohn derjenigen ist, welche genau diese Eigenschaften haben. Kalla la yunbadhanna fil hutama. Und dann, Allah Ta'ala, er fragt noch einmal, um aufzuzeigen, dass es sich um keine kleine Angelegenheit handelt, sondern dass es sich hierbei um eine große Angelegenheit handelt. Wa ma adraka mal hutama. Was lässt dich wissen, was al-hutama ist? Und Al-Hutama, meine lieben Geschwister, ist höchstwahrscheinlich, wie wir jetzt gleich sehen werden, nicht nur einfach
nicht nur einfach eine Eigenschaft des Feuers, sondern was jetzt nämlich kommt, ist Narullahi Muqada. Sie ist Allahs entfachtes Feuer, natürlich. Sie ist ein Teil der Hölle, gar keine Frage. Aber es kann durchaus sein, dass es sich hierbei um eine der Stufen innerhalb der Höllen handelt. Und wenn man über die Stufen der Hölle spricht, sprechen wir nicht über Darajat, sondern wir sprechen über Darakat. Darakat, das heißt Stufen, die weiter nach unten gehen. Es handelt sich also wahrscheinlich um eine Stufe in der Hölle, die Allah Ta'ala extra vorgesehen hat für genau solche Menschen, die genau so sind, die nichts anderes im Sinn hatten, als andere Menschen zu kränken, als andere Menschen zu erniedrigen. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةَ. Was lässt dich wissen, was Al-Hutama ist? نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةَ. Sie ist Allahs entfachtes Feuer, was immer dauerhaft lodet. Und jetzt kommt etwas sehr, sehr Interessantes. أَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. Das Einblick in die Herzen gewinnt. تَطَّلِعُ. Was sagen die Gelehrten darüber? Die Koran-Exegeten sagen, dass das Feuer sich durch den Körper frisst, bis es zu den Afida, bis es zum Herzen gelangt. Das ist das, was wir bei den meisten Koran-Interpreten vorfinden. Das heißt, sie sagen, das Feuer, es frisst sich durch den Körper hindurch bis zum Herzen. Das kann durchaus auch so sein. Allahu alam. Und zwar, dass nämlich der Ort, wo die eigentliche Krankheit ist für diese Handlungen, nämlich das Herz, ja, denn ebenfalls vom Feuer verbrannt wird. Das ist durchaus möglich. Aber Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, es könnte auch bedeuten, dass dieses Feuer wirklich in die Herzen hineinschaut. Tabadir. Einblick in die Herzen gewinnt. Was ist damit gemeint? Dass das Feuer ganz genau weiß, was in dem Herzen dieses Menschen vorgeht und dementsprechend sich diesem Menschen, der ein Lumaser, ein Humaser gewesen ist, immer wieder anpasst. Sodass die Strafe für diese Menschen nicht gleich ist, sondern dass jeder die Strafe bekommt, die er auch wirklich verdient hat. Das heißt, dass das Feuer regelrecht denken kann. Das Feuer ist, wie wir heute sagen würden, mit künstlicher Intelligenz versehen. Wir wissen, wir können Computer heutzutage bauen und man forscht daran, ja, künstliche Intelligenz. Ja, das können Menschen teilweise schon, noch nicht ganz, aber teilweise, ja, sind sie schon so weit, dass sie wirklich Roboter erschaffen oder Roboter bauen, die schon sehr viel können, noch nicht alles, aber sehr viel können. Und man ist dran, künstliche Intelligenz zu erschaffen. Wie ist es dann erst mit Allah subhanahu wa ta'ala? Und Allah ta'ala, er beschreibt immer wieder das Feuer, dass es sprechen kann. Das Feuer, dass es sauer werden kann, dass es zornig werden kann, dass es sehen kann. إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا. Wenn die Hölle sie von einem weiten Ort sieht, was ist dann? Wenn die Hölle sie also zu erblicken bekommt, was ist dann? Dann hören die Leute, welche die Hölle betreten werden, eine Art, was? Tarayyuvan wa zafira. Also die Hölle wird regelrecht schluchzen. Die Hölle wird regelrecht schreien. So als würde die Hölle sie sehen können. Und warum soll die Hölle sie nicht sehen können? Sie ist doch ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Hölle, die Flammen, sie wissen regelrecht, was in dem Herzen dieses Menschen vorgeht. Warum sagt dann Allah ta'ala nicht, التي تطلع على القلوب. Warum الأفئدة? Was ist der Unterschied zwischen einem Fuad und zwischen einem Qalb? Der Unterschied zwischen einem Fuad und zwischen einem Qalb ist, dass das Fuad das ist für das Herz, was das Augenlicht für das Auge ist. Und was das Gehör für das Ohr ist. Das ist eine Interpretation. Das heißt, das Fuad, wenn Allah Ta'ala sagt, Fuad, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, ja? Und befolge nicht das, worüber du kein Wissen hast. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Gewiss, Gehör, Augenlicht und Herz. All diese, danach wird gefragt werden.
Allah wird dich danach befragen, was du mit deinem Herz gedacht hast, was in deinem Herzen gewesen ist, welche Entscheidungen du getroffen hast mit deinem Herzen. Und dementsprechend, die Flamme wird ganz genau wissen und wird ganz genau in dein Herz schauen und wird ganz genau wissen, was der eigentliche Grund für dein Verhalten gewesen ist, damit die Strafe dementsprechend angepasst wird. La ilaha illallah. Allati tattali'u 'ala al-af'ida. Wir machen noch 2 Minuten, insha'Allah ta'ala. Innaha 'alayhim mu'sada fi 'amadin mumaddada. Gewiss, es wird sie einschließen. So als würde man eine Tür zuschließen. Al-Bab al-Muwassat. Als würde man eine Tür zuschließen. Fi amadim mumaddada. In langgestreckten Säulen. Manche Gelehrte haben gesagt, dass diese Türen geschlossen sind mit Säulen. Also mit Stämmen. Und manche haben gesagt, dass diejenigen, welche dann in dieser Hutama sein werden, regelrecht gestreckt werden. Wie als würden sie an einer Säule gestreckt werden. Und interessant ist, Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, innaha alayhim mu'sada. Gewiss, es wird sie einschließen. Sie wollten doch unbedingt ewig in der Dunya bleiben, oder? Jetzt bekommen sie genau das, wo sie ewig bleiben werden, nämlich in der Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. Dies ist Surat Al-Humazah gewesen. Wir hätten durchaus noch tiefer eingehen können in die Bedeutung dieser Sura, aber ich möchte es dabei belassen, insha'Allah ta'ala. Wir werden bi'ithnillahi azza wa jal nach dem Gebet dann noch weitermachen für eventuelle und etwaige Fragen, insha'Allah ta'ala. Aber wir schließen an dieser Stelle erst einmal ab. Barakallahu fikum und warten noch kurz auf Sheikh Ammar, insha'Allah ta'ala, dass er sein Gebet anschließt und dann werden wir bi'ithnillahi azza wa jal beten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.